Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute mal zu einem Overwatch. Ein Overwatch hatte ich bis jetzt noch nie gemacht. Hoffe ich schaffe das auch. Und zwar habe ich ja vielleicht vor, dass ich Overwatch als neues Format einbringen werde, weil jetzt im Sommer habe ich ja jetzt weniger Zeit, beziehungsweise möchte ich mir die Zeit nehmen, da eher mehr draußen im Freien zu sein und jetzt nicht den ganzen Tag vor dem PC zu sitzen und hier Videos zu bearbeiten oder zu zocken. Weil das, keine Ahnung, ich finde das Wetter einfach zu nice und das finde ich, also wäre einfach zu schade, da den ganzen Tag drinnen zu sitzen. Und da bin ich momentan jetzt am Überlegen und am Suchen nach einem neuen Format, was ich jetzt über den Sommer bringen kann, was jetzt weniger Bearbeitungszeit braucht, was man einfach jetzt, sagen wir mal, schneller aufnehmen kann, bearbeiten und hochladen. Overwatch wäre jetzt eines von diesen Ideen. Ich mache das hier jetzt mal so als Probe, mal gucken, wie es bei euch so ankommt. Und wenn die Resonanz, sage ich mal, positiv ist, dann kann ich das ja einmal wöchentlich bringen oder so. So, wir haben hier jetzt mal ein Warm-up auf Mirage. Der Verdächtige sitzt hier mal mit dem Taser. Also, ja, jetzt kann man dabei noch nichts viel sagen. Vielleicht ein Swerfer, der halt hier jetzt irgendwie reintrollt. Und vielleicht macht er dann halt auch noch übelst an mit einem Spinbot. Aber egal, ich werde halt jetzt mal die Zeit verwenden, um jetzt ein paar Sachen zum Ansprechen. Beziehungsweise das mit den Overwatch, mit dem Format habe ich ja jetzt schon gesagt. Kommt jetzt vielleicht öfters, je nachdem wie es halt bei euch ankommt. Und was ich halt auch noch im Überlegen war, ist ja, ob ich das dann mit Facecam mache oder ohne. Ich meine, ich persönlich würde es, glaube ich, also wenn nicht, bei einem Overwatch würde man ja eigentlich keine Facecam brauchen, so an sich. Wenn man da ja keine Face-Reaction unbedingt sehen muss. Und außerdem würde das einen einfach wieder mehr Aufwand bedeuten. Dann müsste ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Greenscreen aufnehme, den Greenscreen aufbauen, das dann wieder rausbearbeiten und so weiter und so fort. Und das ist halt dann wieder nicht das, worauf ich bei dem Format eigentlich hinaus will. Weil ich möchte ja den Aufwand so gering wie möglich halten. Mein Header drin. So, das Leben noch. Mal kurz gucken. Also bis jetzt ist eigentlich noch alles legit. Ja. So, genau. Das nächste Thema war, ich habe ja mal euch mal gefragt, wegen Fortnite-Videos. Und da bin ich jetzt halt auch zu einem Entschluss gekommen. Ich werde jetzt in Zukunft auch hin und wieder mal ein Fortnite-Video raushauen, aber jetzt nicht regelmäßig. Ich habe jetzt, also jetzt in dem Fall, momentan lade ich ein Video die Woche hoch. Normalerweise habe ich zwei Videos, also zwei bis drei. Aber in letzter Zeit sind es halt immer zwei Videos geworden und jetzt im Sommer ist halt derzeit nur ein Video. Ich habe halt vor, dass ich jetzt wöchentlich wieder zwei Videos bringen werde, mindestens. Und dann vielleicht noch ein drittes extra Video und das wäre halt dann dieses Fortnite Video. Und dann würde ich das halt, keine Ahnung, machen, dass ich sage, ich lade am Dienstag ein Fortnite Video hoch oder auch gar kein Video. Dann würde in dem Fall dann am Mittwoch, also wenn am Dienstag ein Fortnite Video kommt, dann Donnerstag ein CSGO und Sonntag auch wieder ein CSGO Video. Es wird aber noch ein CSGO Kanal bleiben. CSGO bockt bei mir halt doch noch mehr als Fortnite und ja, keine Ahnung. CSGO ist einfach... CSGO ist love, CSGO ist life, meiner Meinung nach. Es gibt kein Spiel, was ich seit drei Jahren mehr zocke als CSGO. Und es wird auch so bleiben. Für die nächste Zeit. Also... ja. Gut. So, ich glaube jetzt nicht, dass der Verdächtige hier anhat. Er steht hier, der mich springt einfach runter, rafft nichts, dass der das checkt. Der Dritte bekommt erstmal den Call, dass der da unten steht. 4-4. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange jetzt ein Overwatch dauert, weil ich mache jetzt normales Offscreen oder so privat gar keine Overwatches. Früher habe ich das ziemlich oft gemacht. Damals, wie ich halt diesen Overwatch freigeschalten habe. Weiß ja gar nicht mehr, was man dafür braucht. Glaub ich, 100 Wettkampfsiege und Mastergrade in 1 müssen wir dafür sein. Oder so. Keine Ahnung. Und da habe ich das halt früher hin und wieder mal gemacht, diese Overwatch. Mittlerweile mache ich das ja gar nicht mehr.
Ich habe zum Beispiel auch keine Ahnung, wie lange das dauert. War ja auch überlegen, soll ich dann ein oder zwei Overwatches pro Video machen, aber ich glaube, eins wird reichen. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wie lange das dauert. Okay, jetzt verstehe ich das, glaube ich, die Reports. Er ist toxic, weil seine Mates AFK sind. Aber wenn das der Grund ist für den Report, dann würde ich den halt jetzt nicht so nichts geben. Weil ich hasse es halt auch immer, wenn du hier wirklich tryhardest und dann hast du solche Idioten im Team. Das ist der übelste Abfuck. So, eher alleine gegen drei. Ja. Also, cheaten oder so, das hat er nicht, dass das ein Aimbot hat. Oder wie ja. Nur ich bin halt jetzt gespannt, ob der sonst noch irgendwelche Teamkills macht oder irgendwie. Ja, vier von den Gegnern sind Mitte. Ja, viele dabei. Auch interessant, dass der Gegner das so rein prefiert. Weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die... Also, meiner Meinung nach spielen die halt jetzt irgendeine Low Elo, Goldener Ohr oder, oh gut, vielleicht so MGE. Aber, ja. Gibt's eigentlich nicht so viel zu sagen, der Boy ist ein Legit Player. So, gibt es von meiner Seite jetzt noch irgendwas zu sagen? Ich weiß es nicht. Eigentlich nichts. Es war, ich habe mir da halt einen Zettel aufgeschrieben, ja, dass ich halt nichts vergesse, aber im Prinzip ist es ja nur über das Thema Fortnite und Overwatch was zu sagen. Sechs Kills. Aber das verstehe ich nicht. Hat der da jetzt eine Menge Reports bekommen, weil der einen Teamkill gemacht hat, oder wie? Das kann ja nicht alles gewesen sein. Also meiner Meinung nach hatte der Boy nichts. Wegen Griefing reporte ich ihn auch nicht, weil der hatte im Prinzip, ja, sein Mate war AFK und da werde ich auch schon mal toxic. Ich meine, ich mache dann zwar keine Teamkills, aber jetzt nur wegen einem Teamkill ist das kein VC, also kein Bann, meiner Meinung nach. So. Dann war es das einmal mit dem Video, wie gesagt, wenn euch das Format gefällt, würde ich das vielleicht hin und wieder jetzt mal bringen, also öfters bringen, über den Sommer, dann wäre das halt jetzt so ein Sommerformat. Und zwischendurch werden, wie gesagt, Fortnite-Videos kommen, da werde ich, eines habe ich zum Beispiel auch schon vorbereitet, das, genau, das wollte ich vorhin noch sagen. Ein Video von Fortnite, das habe ich schon vor 2 Monaten, glaube ich, mal bearbeitet und gerendert, aber ich habe es halt nie abgeloadet. Und jetzt bin ich halt da auch am überlegen, ob ich das jetzt nicht lösche oder ob ich das trotzdem uploade, weil das sind halt so meine allerersten Kills in Fortnite. Also das war damals noch meine Anfangsphase von Fortnite. Zwar jetzt nichts Besonderes, keine ach so schönen Kills, aber irgendwie doch interessant. Also mal gucken. Wenn euch das Video gefallen hat, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Dann schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon hält als Sommerformat Overwatch. Ob ich das jetzt häufiger bringen kann oder nicht. Und ja, mein Abo würde ich mich auch freuen. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Dann sage ich nur mal noch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Und am Donnerstag kommt ein neues Giveaway.